Bevor ich mich selbst ganz kurz vorstelle und natürlich auch unseren Redner heute, möchte ich ganz schnell noch das Wort an die Vertreterinnen und den Vertreter der beiden Veranstalter geben, nämlich zunächst an Frau Zacho von der Landeszentrale und anschließend an Herrn Professor Dreyer von der Forschungsstelle Weimarer Republik an der Universität Jena. Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Anja Zacho, mein Name, von der Landeszentrale für politische Bildung Thüringen. Wir sind gemeinsam mit der Universität Jena, Forschungsstelle Weimarer Republik, Veranstalter dieser Veranstaltungsreihe. Herr Braune wird gleich noch was dazu sagen. Ich freue mich sehr, Sie hier heute herzlich begrüßen zu dürfen und möchte noch mal darauf hinweisen, dass wir mehrere Kooperationspartner in dieser Veranstaltungsreihe haben. Dazu zählt zusätzlich noch die Volkshochschule Jena, die Villa Rosenthal und das TILM, das die Möglichkeit schafft, hier auch das als Fortbildung anerkennen zu lassen. Und natürlich wollen wir uns mit dieser Veranstaltung auch einreihen in das große Bündnis Weltoffenes Thüringen. Ich denke, das ist Ihnen auch allen bekannt und ich wünsche Ihnen heute spannende Einblicke und eine spannende Diskussion und freue mich, an Herrn Professor Dreyer übergeben zu können, der auch noch begrüßen möchte. Ja, lieber Klaus, lieber Andreas, meine sehr verehrten Damen und Herren, 1776 ist nicht nur das Geburtsjahr der USA, sondern es ist auch das Geburtsjahr, Es ist auch das Geburtsjahr von Abraham Mendelssohn, ein sehr erfolgreicher Berliner Kaufmann und Bankier, der am Ende seines Lebens sagte, in seiner Jugend sei er der Sohn von dem berühmten Philosophen Moses Mendelssohn gewesen. Jetzt in seinem Alter sei er der Vater von Felix Mendelssohn. Was sei er selbst eigentlich? Ein Bindestrich zwischen den Generationen. Übertragen aufs Akademische komme ich mir heute ein bisschen so vor, denn Klaus Dicke war für 8 Jahre mein Chef, als wir vor fast 30 Jahren, 1995, nach Jena gekommen sind. Und Andreas Braune, mit dem habe ich die letzten über 10 Jahre zusammengearbeitet, unter anderem in der Forschungsstelle Weimarer Republik. Also es ist ein Wort der Begrüßung, aber auch zugleich einfach nur ein Bindestrich. Ich bin gespannt auf den Vortrag und die Diskussion heute Abend. Forschungsstelle Weimarer Republik, das heißt, mit der Frage einer gefährdeten Demokratie sind wir da natürlich auch häufig konfrontiert. Die Frage nach Weimarer Verhältnissen. Ich hoffe, Sie werden am Ende dieser Vortragsreihe sehen, nein, wir haben keine Weimarer Verhältnisse. Ich möchte sogar so weit gehen, selbst Weimar hatte keine Weimarer Verhältnisse, so wie man in der Schule darüber spricht. Und damit freue ich mich auf das, was uns heute Abend erwartet. Vielen Dank. Ja, vielen Dank an Frau Zacho und lieber Michael, dir auch vielen Dank. Ich dachte schon, du hebst schon zu einer Vorlesung an. gut, und vielen Dank auch dafür, dass du mich auch gleichzeitig ein bisschen vorgestellt hast. Dann muss ich das nicht so ausführlich selber machen. Herr Dreyer hat es gesagt. Ich habe lange mit ihm zusammen die Forschungsstelle Weimarer Republik an der Friedrich-Schiller-Universität Jena aufgebaut und geleitet und arbeite jetzt in einem etwas anderen Berufsfeld, weiterhin wissenschaftsnah, aber ein bisschen eher in der Forschungsförderung. Aber ich betreibe auch gleichzeitig noch das Geschichtsfestival Weimarer Rendezvous mit der Geschichte. Das vielleicht auch als kleiner Werbeblock schon mal. Können Sie sich für den Herbst merken, wenn das Anfang November in Weimar stattfindet. Also ich bleibe diesen Themen politisch-historische Bildung weiterhin treu und bin sozusagen, wenn man so will, der Gastgeber, derjenige, der durch die Reihe in den nächsten Wochen führen wird, auch die Moderation jeweils übernehmen wird, damit es auch ein klein wenig einen roten Faden und auch ja, hoffentlich auch für Sie ein gutes Erlebnis von zusammenhängenden Veranstaltungen, miteinander verbundenen Veranstaltungen sein wird. Vielleicht ganz kurz zur Entstehung dieser Reihe. Wir hatten im vergangenen Herbst in der Forschungsstelle unsere Beiratssitzung mit unseren Beiratsmitgliedern und
Eines unserer Beiratsmitglieder, das Sie auch im Programmflyer sehen, nämlich Markus Jank aus Augsburg, sagte: Mensch, 2024 sind doch Wahlen in Thüringen, wollen Sie da nicht irgendwas machen? Ja, dann hatten wir den Salat und haben diese Reihe organisiert. Und Herr Janke ist ja auch gleich als nächstes mit dabei mit seinem Vortrag. Wichtig war uns, als wir die Reihe konzipiert haben, dass es keine rein akademische Veranstaltung sein soll. Wir wollen wirklich möglichst viele Menschen erreichen damit. Wir hatten kurz überlegt, ob wir vielleicht eine Ringvorlesung oder Ähnliches an der Uni machen, aber wir wollten ausdrücklich raus aus der Uni, rein in die Stadt, rein auch in die breitere Öffentlichkeit, vor allem auch viele in Thüringen, Thüringerinnen und Thüringer damit erreichen und haben dafür wirklich schöne Partner gefunden. Frau Zarrow hat es ja eben kurz schon genannt, und Sie sind ja auch alle auf dem Flyer hinten drauf gedruckt. Es freut uns besonders natürlich, dass wir hier in der Villa Rosenthal auch die Veranstaltung in Präsenz durchführen können, ergänzt um den Livestream und die Aufzeichnung. Aber es passt thematisch natürlich auch über die Schiene Eduard Rosenthal hier an so einem Ort diese Veranstaltungsreihe durchführen zu können. Sehr froh sind wir, mit der Landeszentrale da zusammenzuarbeiten, auch der Volkshochschule, dem TILM. Wir werden das auch in Zukunft noch ein bisschen weiter streuen, dass diese Veranstaltungen auch für Lehrerinnen und Lehrer als Fortbildung durch das TILM anerkannt sind. Und nicht zuletzt Jena TV, das hier die technische Seite übernimmt. Also allen Beteiligten nochmal ganz herzlichen Dank, auch für die Zusammenarbeit in den letzten Wochen, mit vielen E-Mails, Runden, vielen Abstimmungen. Glaube ich, dass wir doch eine schöne Reihe auf die Beine gestellt haben, die uns in den nächsten Wochen weiter begleiten wird. Ganz wichtig auch, was uns bei der Reihe und bei den einzelnen Veranstaltungen am Herzen liegt, ist, dass wir auch mit Ihnen, zumindest hier im Saal, ins Gespräch kommen. Also die Veranstaltungen sollen alle so konzipiert sein, dass die Vortragszeit und vielleicht auch die Diskussionszeit auf den Podien so konzipiert ist, dass da maximal die Hälfte oder wirklich ganz maximal zwei Drittel für den Frontalunterricht, um es so zu nennen, reserviert sind. Und dann wollen wir sehr gern mit Ihnen allen auch direkt ins Gespräch kommen. Eine inhaltliche Einführung spare ich mir an der Stelle, weil ich den Themen, die Herr Dicke gleich referieren wird, natürlich nicht vorweggreifen will. Ich glaube, wir wissen alle, warum es diese Reihe so in dieser Form und mit dieser Themensetzung gibt. Steht ja auch in dem Programmflyer, in dem erläuternden Text, die verschiedenen Wahlen, die in diesem Jahr noch stattfinden werden. Gerade für Thüringen ist es ja ein Superwahljahr. Und ja, die politische Stimmungslage im Land, die... Ja, wenn man das auch als Prozess sieht in den letzten 10 Jahren, Herr Dreyer hat es angesprochen, ist diese Stimmungslage, ja, dass man die Demokratie als bedroht oder gefährdet einschätzt, doch immer weiter gewachsen, gerade auch hier in Thüringen. Und das wollen wir eben zum Anlass nehmen, mit dieser Reihe ja auch eine Gesprächsplattform über den Zustand der Demokratie in diesem Wahljahr mit Ihnen gemeinsam vornehmen zu können. Wie gesagt, dazu wird Herr Dicke gleich sehr ausführlich sprechen und wir im Anschluss auch mit ihm diskutieren können. Ein wichtiger inhaltlicher Aspekt, den ich noch hinzufügen möchte, aber der sollte ja mittlerweile auch klar geworden sein, in vielen dieser Veranstaltungen, nicht in allen, wird immer mal wieder der Bezug zur Weimarer Republik hergestellt. Herr Dreyer hatte das Stichwort schon gesagt, dieses Stichwort der Weimarer Verhältnisse, das begleitet unsere Arbeit in Sachen Weimarer Republik nun schon seit gut 10 Jahren. Und seit gut 10 Jahren haben wir nach wie vor eine funktionierende Demokratie. Das kann man ja auch mal zur Kenntnis nehmen. Das heißt, wir werden auch immer wieder mal auf die Zeit der Weimarer Republik zurückschauen und vielleicht auch Vergleiche mit dem heutigen Zustand der Demokratie anstellen. Manche von Ihnen werden das ja vielleicht auch mitbekommen haben, dass das gerade auch in diesem Wahljahr in Thüringen von besonderer zufälliger Brisanz oder Relevanz eigentlich ist, weil es auch 1924 im damals relativ neu gebildeten Thüringen eine Landtagswahl gegeben hat, wo erstmals sozusagen ein rechtsbürgerliches Wahlbündnis
durch völkische Akteure eine Regierungsduldung erlangt hat. Also genau vor 100 Jahren war in Thüringen eine ähnliche Situation wie diejenige, vor der wir heute möglicherweise stehen. Die Wahl ist ja noch ein ganzes Stück hin. Also diese historischen Fragen werden immer mal wieder auftauchen, aber keine Sorge, das ist kein historisches Seminar. Wir sind alles Politikwissenschaftler, die das organisiert haben. Also unser Fokus liegt wirklich auf dem Jahr 2024 und wie wir in diesem Jahr den Zustand der Demokratie einschätzen und vielleicht auch noch weiter stärken können. Alle Veranstaltungen, die Sie in dem Programmflyer sehen, werden auch unterschiedliche Aspekte dieser Fragestellung thematisieren, auch in europäischer Perspektive. Ja, es ist ja kein Phänomen der Aufstieg des Rechtspopulismus oder auch anderer extremistischer Strömungen. Ist ja kein rein Thüringer oder deutsches Problem, sondern weit verbreitet in den westlichen Demokratien, sodass wir das auch uns in europäischer Perspektive anschauen können. Auch über die USA werden wir sprechen können. All das steht auf dem Programm. Und damit kommen wir nun endlich zu dem ersten Vortrag der Vortragsreihe und dem ersten Vortragen. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir Professor Klaus Dicke für diese Auftaktveranstaltung gewinnen konnten. Michael Dreyer hat ja gerade schon die engen Verbindungen herausgestrichen, die uns das möglich gemacht haben. Ich glaube, in dem Raum hier muss ich vielleicht Herrn Professor Dicke nicht so ausführlich vorstellen. Für unsere Zuhörenden in Singapur und anderswo will ich aber nur ganz schnell sagen, dass er Politikwissenschaftler ist, verständlicherweise mit akademischen Stationen in Marburg, Tübingen, Kiel, Berlin und in Mainz, wo ich auch schon diverse Anekdoten aus Mainz gehört habe. Von 1995 bis 2017 war er dann hier an der Friedrich-Schiller-Universität Jena Professor für Politikwissenschaft mit einem kurzen Intermezzo von 10 Jahren, nämlich von 2004 bis 2014, als er Rektor unserer schönen Jena-Universität war. Das vielleicht nur als sozusagen kurze biografische Einführung. Mehr können Sie entsprechenden Internetseiten entnehmen. Auch sein breites Schaffen ist dort ausführlich dokumentiert. Sein Vortrag im Programmflyer lautet: Wie robust ist unsere Demokratie? Da hatte sich dann schon wieder der Fehlerteufel eingeschlichen. Ich hatte lange mit Herrn Dicke über den Titel gesprochen und abgestimmt war dann eigentlich: Ist unsere Demokratie in Gefahr? Und das ist der eigentliche Vortragstitel, mit dem Herr Dicke sich auch gleich an Sie wenden wird. Aber ich fand eigentlich, es ist ganz passend, weil beide Fragen, wie robust ist unsere Demokratie und ist unsere Demokratie in Gefahr, sind ja eigentlich Fragestellungen, die zwei Seiten ein und derselben Medaille im Wesentlichen, sodass wir zu beiden Fragestellungen uns sehr auf Ihre Ausführungen freuen, Herr Dicke, und im Anschluss auch noch diskutieren können. Herzlich willkommen. Ja, herzlichen Dank für die freundliche Einführung, lieber Braune, Frau Zahro, lieber Michael, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also ich bleibe bei dem Thema: Ist unsere Demokratie in Gefahr? Bei den erfreulich zahlreichen Demokratiebekenntnissen der jüngsten Vergangenheit wurde immer wieder auf die Bedeutung von Meinungsvielfalt und Pluralität in der Sicht auf die politischen Dinge hingewiesen. So ist es bei der Einhelligkeit der Alarmglocken in den letzten Monaten fast schon ein demokratisches Gebot, bei der Frage, ob unsere Demokratie in Gefahr sei, gegen den Strich zu bürsten und mit einem klaren Nein zu antworten. Damit ist ja nicht gesagt, dass alles in bester Ordnung sei. Aber unsere Demokratie in Gefahr? Nein. Es gibt Herausforderungen, massive sogar, und solche, die sich zu einer Gefahr für die Demokratie auswachsen können. Und es gibt Veränderungen in der Funktionsweise der und in den Auffassungen von Demokratie, die durchaus Besorgnisse hervorrufen. Und es sind schließlich Verhaltensweisen und Umgangsformen in der Gesellschaft bis in die Sprache hinein eingerissen, in Jena sage ich nur Derby, die der Demokratie alles andere als förderlich sind. Ehe ich im Folgenden einige Überlegungen dazu vortragen möchte, vielleicht pointiert provokativ vortragen möchte,
scheint mir zuerst eine kurze Verständigung darüber notwendig zu sein, was mit unserer Demokratie denn eigentlich gemeint ist. Wie wir aus zahlreichen Umfragen wissen und an den Demonstrationen der ersten Woche des Jahres ablesen können, erfreut sich Demokratie generell in Deutschland, und zwar stabil, sehr großer Zustimmung, während die Resonanz ihrer praktischen Umsetzung durchaus kritische Konjunkturen aufweist. Das ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass Demokratie zum einen ein auf Selbstbestimmung des Volkes basierendes Legitimationsprinzip und zum anderen ein auf Mehrheitsentscheidungen beruhendes Verfahren politischer Entscheidungsfindung in Wahlen und Abstimmungen und einer festgelegten Ämterordnung bezeichnet, so Artikel 20 Grundgesetz. Die Komplexität des Begriffs wird aber dadurch noch gesteigert, dass Demokratie im politischen Sprachgebrauch häufig die aus der Erfahrung des Nationalsozialismus erwachsene freiheitliche Grundordnung des Grundgesetzes insgesamt meint. Der Sprachgebrauch also reflektiert, dass das Legitimationsprinzip und das Entscheidungsverfahren Demokratie in eine Verfassungsordnung eingebettet ist, in der sie zusammen mit dem Rechtsstaat, mit Grund- und Menschenrechten, dem Sozialstaat und dem Föderalismus einschließlich der internationalen Einbindung der Bundesrepublik ein sehr komplexes politisches Ordnungsgefüge bildet. Und so sind es auch Störfaktoren an allen verschiedenen Ecken dieses Ordnungsgefüges insgesamt, die zu Beginn des Wahljahres 2024 flächendeckend zu Demonstrationen führen, welche von der Besorgnis einer Gefährdung der Demokratie getragen sind. Der Auslöser für diese Demonstrationen ist bekannt. Was immer auf jenem ominösen Potsdamer Treffen rechtsextremer und rechtsaußendriftender Zeitgenossen im Einzelnen besprochen wurde, die Wannsee-Nähe hat zu heftigen Immunreaktionen in der deutschen Bevölkerung geführt. Am Brennpunkt des moralischen Imperativs eines menschenrechtskonformen Umgangs mit dem Migrationsproblem richten sich zahlreiche öffentliche Stellungnahmen, ebenso wie die Demonstrationen, gegen die politisch und moralisch inakzeptablen Herausforderungen der Demokratie, namentlich seitens der AfD und ihres rechtsradikalen und rechtsextremistischen Umfeldes. Worin bestehen diese Herausforderungen? Ich nenne vier Punkte. Erstens sind Strategie und Sprache der AfD und des sie umgebenden rechtsextremen Umfeldes auf eine bewusste Spaltung der Gesellschaft und eine Diskreditierung rechtsstaatlich-demokratischer Institutionen gerichtet. Wenn im Deutschen Bundestag der Bundesregierung Hass auf Deutschland unterstellt wird, ist das mehr als ein Lapsus im Eifer des Gefechts. Wenn von Politiktheater, Kartellparteien, Volksverrätern und Ähnlichem die Rede ist, dann soll dies bewusst eine der Grundvoraussetzungen jeder Demokratie, nämlich ein Mindestmaß an Wir-Bewusstsein, durch ein in die Gesellschaft hineingetragenes und bei jeder sich bietenden Gelegenheit angeheiztes Freund-Feind-Schema zerstören. Zweitens ist es kaum möglich, ein konsistentes politisches Gestaltungsprogramm der AfD jenseits der Negation vorherrschender Programme bzw. gesetzlicher Maßnahmen, vorwiegend im Bereich der Migrations- und der Gesellschaftspolitik, auszumachen. Statt konkreter, nachvollziehbarer Vorschläge zur Lösung drängender Probleme werden vage, oft an Gefühle appellierende Parolen und Versprechungen, es werde Thüringen besser gehen, Deutschland zuerst, in die Welt gesetzt und jeweils mit diskreditierenden Negationen politischer Vorhaben der Konkurrenten untersetzt. Nicht politische Problemlösung, sondern die Generierung von Gefolgschaft durch Aufputschen der Unzufriedenen ist ihr Ziel. Drittens sind die europapolitischen Äußerungen führender Vertreter der AfD ebenso wie menschenverachtendes Reden über Geflüchtete, Minderheiten, auch Behinderte und generell über Andersdenkende geeignet, das internationale Standing, das sich die Bundesrepublik Deutschland vor allem seit 1990 erarbeitet hat, nachhaltig zu beschädigen.
Hier werden europäische Normen und deutsche Interessen handfest bedroht. Keine Volkswirtschaft in Europa ist derart exportabhängig und deshalb auf Marktzugänge angewiesen wie die deutsche. Wer sich die Konsequenzen des Brexit für Großbritannien anschaut, wird nicht umhin können, die Bedeutung der europäischen Einbindung für Sicherheit, Stabilität und Wohlstand Deutschlands nicht leichtfertig aufs Spiel setzen zu wollen. Nach Berechnungen der Wirtschaft würde ein Hochrechnen des Brexit auf Deutschland ca. 2 Millionen Arbeitsplätze kosten. Und seit den Debatten über die Green Card wissen wir, dass Rechtsextremismus dringend benötigte Fachkräfte, qualifizierte Fachkräfte von Deutschland fernhält. Viertens, geben direkte Angriffe gegen die repräsentative Demokratie und ihre wichtigste gesellschaftliche Voraussetzung, nämlich die Meinungsfreiheit und die ihr dienende Unabhängigkeit der Medien, insbesondere auch im Blick auf Vorgänge in Polen, Ungarn und den USA, Nahrung für die Befürchtung, dass es nach einer möglichen Regierungsübernahme durch rechtsextreme Populisten ans Eingemachte der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ginge. Mit der Utopie direkter Volksherrschaft werden Verfahren und Institutionen der repräsentativen Demokratie systematisch mit Misskredit überzogen. Die Empfindlichkeit kritischer Medienberichterstattung gegenüber, vollmundige Ankündigungen von Eingriffen in die Medienlandschaft und die Entdeckung der sogenannten sozialen Medien als Propagandainstrument sprechen einem demokratischen Verständnis von Meinungsfreiheit hohn. In diesen nur exemplarisch benannten Aspekten stellt die AfD schon aufgrund ihrer Erfolge in Umfragen die derzeit wohl größte Herausforderung für die Demokratie in Deutschland von innen dar. Die größte, aber keinesfalls die einzige. An der Berliner Humboldt-Universität wurde kürzlich eine israelische Richterin niedergeschrien. Eine Lesung von Texten Hannah Arendts musste abgebrochen werden. Linksterrorismus ist wieder auf der Tagesordnung. Und schließlich darf keinesfalls vergessen werden, dass sich die freiheitliche Demokratie der Kriegserklärung Putins sowie aggressiver und smarter werdender Angriffe durch autoritäre Regime zu erwehren hat. All dies, und ich benenne wiederum nur exemplarisch die Spitze eines mächtigen Eisbergs, sind direkte Angriffe auf die Demokratie. Sie weisen auf ein besorgniserweckendes Ausmaß an Unverständnis für eine freiheitliche Gesellschaft hin, außerhalb und im Innern Deutschlands. Zugleich gilt es aber auch, mit Besorgnis zu registrieren, dass sich über das für die Demokratie unerlässliche freie Spiel der Meinungsbildung und Urteilsfindung eine dicke Schicht Mehltau zu legen droht, beziehungsweise in Teilen schon gelegt hat, auch und gerade an Universitäten und in intellektuellen Milieus. Mit der für jede Demokratie essentiellen Liberalität im Denken steht es in Deutschland schlecht. So hat kürzlich die Evangelische Verlagsanstalt eine Buchpublikation vom Markt genommen und damit in bevormundender und zudem die Herausgeber abkanzelnder Weise dem Urteil der Leser entzogen, nachdem eine Besprechung den Band insgesamt auf der Grundlage einer in der Tat fragwürdigen Äußerung als Wegbereiter des Rechtsextremismus denunziert hatte. Auch dem Netzwerk Wissenschaftsfreiheit wurde und wird das Etikett rechtsextrem angeheftet. Und die auch in einem Thüringer Leitmedium notorische Gleichsetzung von rechts und rechtsextrem hat zumindest einen denunziatorischen Touch. Hier wird im Namen der Demokratie oder besser gesagt eines alles anderen als ideologiefreien Gesinnungsgemeinschaft Demokratie, wie Kiemann-Seck das nennt, höchst undemokratische Illiberalität propagiert und praktiziert. Mit diesen Herausforderungen und Befunden stehen zwei Fragen im Raum. Wo liegen erstens die Ursachen der offenbar starken Resonanz populistischer Versuchungen
Und wie soll man zweitens mit rechtsextremem Populismus und zugleich mit illiberalen Praktiken bis hin zu fanatischem, demokratiefeindlichem Dogmatismus umgehen? Zunächst zu den Ursachen. Hier ist aber eine Vielzahl miteinander verschränkter und verwobener Entwicklungen einzugehen, welche die demokratische Ordnung der Bundesrepublik insgesamt und einzelne ihrer tragenden Strukturelemente in eine gewisse Schieflage gebracht haben. Der Reihe nach sind folgende Entwicklungen zu nennen. Erstens ist kaum zu bestreiten, dass eine rasche Abfolge von globalen Großkrisen seit 2008, Finanzkrise, Klimakrise, Migrationskrise, Pandemie, Ukraine-Krieg und dann auch noch Bayern München, nicht nur zu außerordentlichen Unsicherheiten und Belastungen geführt, sondern auch sehr kontroverse Debatten über das richtige Krisenmanagement herbeigeführt haben. Der Medienwissenschaftler Pörksen spricht von einer Überdosis Weltgeschehen, Herfried Münkler von mentaler Überforderung. Drei Folgen sind zu benennen. Einmal war und ist keine der genannten Krisen durch nationale Politik alleine zu bewältigen. Viele Entscheidungen sind nach Brüssel oder in internationale Gremien verlegt, was zum anderen die ohnehin zu beobachtende Tendenz einer Konzentration von Zuständigkeiten bei der Exekutive oder noch genauer gesagt bei der Bundesexekutive noch beschleunigt. Und zum Dritten wurden Fehler gemacht. Vor allem wurden auch für die Krisenbewältigung wichtige Modernisierungen, allen voran die Digitalisierung, hintangestellt oder nur sehr halbherzig betrieben. Zweitens haben sich seit den 1970er Jahren kontinuierlich die Funktionsbedingungen der Demokratie verändert, und zwar in gewisser Weise durch ihren eigenen Erfolg. Deutschland hat in den letzten Jahrzehnten, wie mein Bremer Kollege Philipp Manow schreibt, eine massive Ausweitung politischer Partizipationschancen erlebt. Durch die elektronischen Kommunikationsmittel kann überdies jedes Problem politisiert und streitig gestellt werden. Die insoweit sich immer weiter verdichtende Identifizierung von Demokratie und Partizipation hat zu einer Entfremdung von repräsentativen Strukturen und Verfahren, die für demokratisches Entscheiden unerlässlich sind, zugunsten einer politisch nicht einlösbaren Vorstellung von direkter Demokratie geführt. Diese ins Utopische ragende Verschiebung im Demokratieverständnis erhält durch ein zum Teil technizistisch geprägtes apokalyptisches Zeitempfinden des Subito, alles muss sofort und direkt passieren, zusätzliche Nahrung. Richard Schröder hat sehr zu Recht darauf hingewiesen, dass man die Umfrageerfolge der AfD im Osten nicht als Ablehnung der Demokratie durch deren Anhänger missdeuten dürfe. Es gehe vielmehr um eine Auseinandersetzung um das angemessene Demokratieverständnis. Schröder wörtlich: Die repräsentative Demokratie muss gegen die direkte Demokratie verteidigt werden. Dass der Angriff auf die Demokratie unter der Losung mehr Demokratie erfolgt, darauf hat sich die politische Bildung noch nicht eingestellt. Zitat Ende. Drittens haben sowohl die Bauernproteste zu Jahresbeginn als auch deutlich artikulierte Beschwerden seitens des Handwerks und der Industrie ihren berechtigten Grund in einer trotz zahlreicher Absichtserklärungen ungebrochenen Überregulierung und Bürokratisierung. Sie richtet dreifachen Schaden an. Erstens bindet sie über die Maßen Arbeitskraft und Kosten. Zweitens nährt sie in vielen Fällen durch die grundsätzliche Missbrauchsvermutung seitens der Gesetz- und Verordnungsgeber das ungute Gefühl eines den Bürgern misstrauenden und sie deshalb paternalistisch bevormundenden Staates. Und drittens macht sich der verbraucherschützende Staat durch den Hinweis auf einem ledernen Arbeitshandschuh, er schütze nicht vor Säure,
ebenso wie der Datenschützer mit Strafandrohungen für Lehrer in der Pandemie, schlicht lächerlich. Beispiele dieser und ähnlicher Art sind leider Legion. Die TLZ hat kürzlich sehr schöne Beispiele veröffentlicht. Viertens muss man der Frage nachgehen, wo die Ursachen für die besonders hohe Resonanz populistischer Versuchungen im Osten der Republik liegen. Ich begnüge mich hier mit folgender anekdotischer Evidenz. Ein Thüringer Dorfbewohner, Dorf hat 120 Einwohner und 180 Katzen, der wahrlich nicht mit der AfD liebäugelt, ich kenne ihn gut genug, gleichwohl sich aber in seiner Wahrnehmung der Bundes- und Landespolitik als Wutbürger zu erkennen gibt, hat in der Begrüßungsrede anlässlich seines 60. Geburtstages Folgendes gesagt. Früher hatten wir eine Krankenschwester, die Kranke versorgte und in Notfällen half. Wir hatten eine gemeinschaftlich betriebene Kneipe. Wir hatten Kinder, die in den Scheunen des Dorfes spielten, die heute Garagen und gut verschlossen sind. Wir hatten den Konsum für den Einkauf zum Abendbrot und wir hatten eine regelmäßige Busverbindung nach Weimar. Wir hatten im Sommer 3 Tage Kirmes, wir hatten an Weihnachten ein Krippenspiel. Heute haben wir nichts mehr davon. Beim Dorfputz im Frühjahr taucht immer öfter die Frage auf, wie lange noch? In den Worten Joachim Gaucks, anderer Perspektive, die Erfahrung eines nahezu totalen Zusammenbruchs alter Normen, alter Institutionen und alter Gewissheiten am Ende der DDR triggerte die autoritäre Versuchung in einer Gesellschaft, die 2 Generationen lang unter einer Diktatur lebte. Seit 30 Jahren bedient die AfD diese mentalen Landschaften mit ihren antimodernistischen, rückwärtsgewandten Versprechungen heiler Welt im schönen Thüringen. Eine letzte Ursache für populistische Gefährdungen leitet zugleich zu der Frage nach dem Umgang mit ihnen und namentlich mit der AfD über. Ich meine Zustand und Agieren der politischen Parteien der demokratischen Mitte. Sie sehen sich mit der Tatsache konfrontiert, dass eine Ausdifferenzierung der Parteienlandschaft Regierungsbildung und Regieren zum Teil erheblich erschwert. Unklare Mehrheitsverhältnisse, wechselnde Koalitionen und Minderheitsregierungen lassen den Eindruck eines fluide und instabil gewordenen politischen Systems entstehen. In diesen in der Tat Gefahrenpotenziale bergenden Prozessen ist den Parteien nicht nur eine mehr oder minder verlässliche Wählerbindung, sondern vor allem auch ihre innere Bindung zu einem guten Stück verloren gegangen. SPD-Mitglieder und Mitglieder der Thüringer CDU wissen, wovon die Rede ist. Man hatte in den vergangenen Jahren über weite Zeiträume den Eindruck, dass die Parteien sich überwiegend mit 2 Dingen befassen: mit Reaktionen auf Krisen und in Reaktion auf die letzte Umfrage oder Talkshow mit sich selbst. Damit wurde Vertrauen in die Politik generell verspielt. Der für klare Worte bekannte Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul, hat es selbstkritisch auf den Punkt gebracht. Ich zitiere ihn. Die Entfremdung zwischen uns und Bürgerinnen und Bürgern ist das Ergebnis einer Politik, die einerseits Probleme nicht anspricht und andererseits zu viel verspricht. Zu oft regiert das Prinzip der Opportunität das politische Handeln. Was kein Gewinnerthema ist, wird nicht angefasst. Zitat Ende. So sind dann auch die nicht zuletzt durch die genannten Schieflagen begünstigten tektonischen Verschiebungen im Thüringer Parteiensystem der letzten Jahrzehnte gewaltig. Sie weisen eine Konstante auf, den Aufstieg der AfD. Wenn die AfD bis September das vorausgesagte Ergebnis zwischen 30% und 36% der Wählerstimmen halten kann, dann hat sie ihre Anhängerschaft in den 10 Jahren seit 2014 verdreifacht. Und hier muss man schon genauer nach den Ursachen fragen und sich zunächst Motivation und Stimmungslage der AfD-Wähler anschauen.
AfD-Wähler sind zu 2/3 männlich und überwiegend zwischen 35 und 59 Jahre alt, sind überwiegend konfessionslos und leben überdurchschnittlich oft in ländlichen Regionen mit starker Abwanderung. In ihren Einstellungen weisen sie eine gegenüber dem Bevölkerungsdurchschnitt höhere Unzufriedenheit und apokalyptische Grundeinstellung sowie eine stärkere Neigung zu rechtsextremen Einstellungen auf. Fast jeder dritte AfD-Wähler weist ein geschlossen rechtsextremes Weltbild auf. Politisch ragt bei allen AfD-Wählern eine rigorose Ablehnung der Migration heraus. Wie ist damit umzugehen? Zunächst scheinen mir zwei Strategien nicht zielführend. Ich warne erstens davor, Wähler der AfD und anderer extremistischer Parteien pauschal als Protestwähler abzutun, in der Erwartung, die Sache werde sich bei politischer Wetteraufhellung schon erledigen. Es mag sein, dass die derzeit vom Populismus mobilisierten ehemaligen Nichtwähler ihre Wahlabsicht auch wieder einmal ändern. Aber es gibt doch deutliche Anzeichen dafür, dass wir auf längere Zeit sowohl mit der AfD als auch mit politischen Gelegenheitsabenteurern und Ego-Shooterinnen leben müssen. Zweitens halte ich jede Strategie für kontraproduktiv, die sich nicht sehr gründlich ihre Wirkungen auf die Wähler und namentlich auf Wähler der AfD und Nichtwähler vergewissert hat. Die nicht von der demokratischen Mitte gebundenen Wählergruppen neigen zu einem Opfersyndrom, das sich durch jede auch nur gefühlte Kränkung verfestigt. Dämonisierung und Ausgrenzung sind Überlebensgarantien für die AfD und ein Teil der Erklärung für deren anhaltenden Aufstieg. Überlebensgarantie ist ein Zitat aus der Neuen Zürcher Zeitung. Darüber hinaus ist beim Umgang mit antidemokratischen Herausforderungen sehr genau zwischen den Akteuren, das heißt zwischen staatlichen bzw. politischen und zivilgesellschaftlichen Akteuren zu unterscheiden. Staatliche Akteure und politische Parteien müssen sich stärker als in der Vergangenheit geschehen auf die Liberalität des demokratischen Verfassungsstaates besinnen und Äußerungen unterlassen, die auch nur im Entferntesten nach staatlichem Meinungsdiktat riechen. In Sonneberg haben sich die politischen Parteien gegen die AfD zusammengeschlossen. Und es ging bekanntlich schief. In Nordhausen und Greiz hat die Zivilgesellschaft agiert. Mit Erfolg. Aus gleichem Grund empfehle ich auch äußerste Zurückhaltung mit den scharfen Schwertern der wehrhaften Demokratie, an die zu erinnern politisch hilfreich ist, aber über deren juristische Voraussetzungen und politischen Erfolgsaussichten man sich sehr genau informieren sollte, was man im Übrigen auf dem Verfassungsblog im Internet hervorragend kann. In diesem Zusammenhang auch ein Wort zur Brandmauer. Es ist verständlich und richtig, dass demokratische Parteien Extremisten für Koalitionen und Regierungsbeteiligungen Absagen erteilen. Wer völkisches Denken an den Tag legt oder auch nur bei Randfiguren duldet, kann in der Bundesrepublik Deutschland kein politischer Partner sein. Gleichwohl seien zwei Einwände erlaubt. Der Begriff Zusammenarbeit und die Brandmauer generell ist erstens in der Vergangenheit so oft zur Diskreditierung des politischen Gegners oder zur Vergewisserung, dass man moralisch auf der richtigen Seite steht, missbraucht worden, dass im Ausland von moralischer Panik und von Hysterie der Deutschen die Rede ist, wie man etwa in der Neuen Zürcher Zeitung öfter nachlesen kann. Auf Seiten der Politik kann man nur unaufgeregte Sachpolitik und Pragmatik verhindern, dass auch diesseits der Brandmauer gezündelt wird. Und solche Pragmatik ist dringend gefragt.
um die Fülle der anstehenden Probleme so zu bewältigen, dass die Effizienz und der Erfolg von Regierungshandeln wieder zu einem wichtigen Faktor zur Legitimation der Demokratie werden. Und zweitens sollte man sich das Abschmelzen rechtspopulistischer Parteien in Skandinavien und in Finnland ebenso genau anschauen wie das Agieren von der AfD-angehörigen Amtsträgern in Deutschland. Ich plädiere nicht für eine Zusammenarbeit mit der AfD, die sich freilich in Einzelfällen nicht wird vermeiden lassen. Sehr wohl aber nachdrücklich für ein Nachlassen hysterischer Ausgrenzung. Was können Politik und Zivilgesellschaft zur nachhaltigen Verteidigung und Stärkung der Demokratie tun? Der wichtigste Beitrag besteht in meinen Augen darin, dass wir mit vereinten Kräften das Abkanzeln hinter uns lassen und uns auf eine Kultur des Zuhörens und auch der Nachsicht hin bewegen. Ich halte zum Beispiel das von der Katholischen Akademie in Dresden ins Leben gerufene Sachsensofa für ein modellhaftes Projekt. In sächsischen Kommunen die Leute, wie das heißt im Werbetrailer, von der Couch zu holen und zu politischen Themen sich ohne Handlungszwang gegenseitig zuhören zu lassen. Hier wie auch in ähnlichen Projekten etwa in Gera wird zwangslos deutlich, dass es jenseits von Parteiungen und Schubladen Verbindendes gibt. Und wenn es nur das Sächseln ist. In gleicher Weise können Bürgerräte die Unbefangenheit im Umgang mit sachlichem Meinungsstreit und insbesondere, und darin sehe ich ihren eigentlichen Lernerfolg, im Akzeptieren von Mehrheitsentscheidungen stärken. Diese demokratische Tugend ist in Deutschland auf einem absterbenden Ast. Auch jenseits der Politik liegt ein breites Aufgabenfeld, dessen Beackerung indirekt der nachhaltigen Stärkung der Demokratie dient. Sowohl der Umgang mit Fremdem und Fremden als auch die Bewältigung von Ängsten lassen sich erlernen, einüben und abstützen. Die Gesten der Solidarität in kleinen Gemeinschaften, von der Betreuung ukrainischer Flüchtlinge bis zur ehrenamtlichen Nothilfe für Senioren im digitalen Formularkrieg, schaffen kleine Inseln jener Daseinszuversicht, der eine unerlässliche Voraussetzung demokratischer Standsicherheit im öffentlichen Raum ist. Hier kommt nicht zuletzt den Kirchen, und zwar gerade jenseits beifallsheischender politischer Bekenntnisse, eine wichtige Rolle zu. Einen weiteren wichtigen Beitrag haben die Demonstrationen Anfang des Jahres den Weg gewiesen. Ihre wichtigste Botschaft besteht wohl darin, den Wert der Demokratie erneut ins Bewusstsein gehoben und deutlich gemacht zu haben, dass Demokratie kein Selbstläufer ist, sondern kämpferischen Engagements bedarf, wie es etwa in der Initiative Weltoffenes Thüringen zumindest aufscheint. Es muss nun darum gehen, den von den Demonstrationen und Initiativen ausgehenden Impuls nachhaltig werden zu lassen. Das ist einerseits Aufgabe der politischen Bildung, die sich, ich wiederhole das, stärker als bislang auf eine Förderung des Verständnisses von repräsentativer Demokratie und ihrer Voraussetzungen konzentrieren sollte. Andererseits kann aber auch jede Bürgerin und jeder Bürger zu dieser Stärkung beitragen, etwa durch Mitwirkung in einer demokratischen politischen Partei. Interessanterweise ist die Mitgliedschaft von politischen Parteien infolge der Demonstrationen in den letzten Wochen angestiegen. In allen demokratischen Parteien herrscht Fachkräftemangel. Gesucht sind Bürgersinn und Politikerdung und sind frische Ideen für die Lösung drängender Probleme gefragt. Wer das stöhnend und mit verlegenem Schulterzucken als abwegige Zumutung abtut, der hat die Demokratie aufgegeben. Gerade dagegen müssen Demokraten kämpfen. Demokratie existiert nur, wo Demokraten sie im vollen Bewusstsein ihre Gefährdungen praktizieren.
Der römisch-griechische Historiker Polybios hat in seiner Lehre vom Kreislauf der Staatsformen darauf hingewiesen, dass Demokratie bei Vollkaskomentalität verspielt werden kann. Sie ist, wie Karl Jaspers einmal formulierte, der Versuch politischer Freiheit. Beides wichtig. Der Versuch politischer Freiheit. Versuch nicht im Sinne des Experiments, sondern im Sinne des Bewusstseins, dass alles, was menschliche Freiheit hervorbringt, in der Gefahr der Korruption und des Scheiterns steht und deswegen engagierter und verantwortungsvoller Praxis bedarf. Solche Praxis gibt es weit häufiger, als mediale Scheinwerfer zu erkennen geben. Demokratiedefätismus scheint mir weder in Thüringen noch in Deutschland mehrheitsfähig zu sein. Solange sich demokratisch engagierte Bürgerinnen und Bürger in ausreichender Zahl der Bewältigung des wahrlich nicht kleinen Problembergs in Kommunen, Ländern, im Bund und in Europa widmen und all dem, was ich dargestellt habe, im Sinne Max Webers ein Dennoch entgegenhalten, und das scheint mir nach wie vor der Fall zu sein, so lange bleibe ich dabei, nein, unsere Demokratie ist nicht in Gefahr. Ich danke Ihnen herzlich. Ja, vielen Dank, Herr Dicke. Wir machen hier eine ganz kurze Umbaupause. Wer unterdessen für Umsatz am Getränkestand sorgen möchte, kann das gern machen. Aber wirklich, wir sind auch am Getränkestand gut hörbar. Sie sind nicht zum Sitzenbleiben auf Ewigkeit verdammt. Also, wenn Sie noch gern was möchten. Lass es stehen. Noch ein bisschen weiter nach links. Jawohl, ich komme. Gut so? Ja. Ja, vielen Dank, Herr Dicke, für den Aufschlag zu unserer Veranstaltungsreihe, der, glaube ich, auch passenderweise erst einmal mit einer Bestandsanalyse begonnen hat und am Ende dann auf die Robustheit und Möglichkeiten der Stärkung der Demokratie zu sprechen gekommen ist. Sie haben ganz am Ende sozusagen diesen demokratischen, republikanischen Bürgersinn angesprochen, sowohl auf zivilgesellschaftlicher Ebene als auch auf politischer Ebene, politische Partizipation in den Parteien. Um da vielleicht auch gleich auf Ihr kleines Beispiel aus der Privatempirie zurückzukommen, das Sie angeführt hatten, der nicht mit der AfD sympathisierende Dorfbewohner, da hatte ich mich gefragt bei den Beispielen, die Sie genannt haben, ja, da sind viele Dinge dabei, die sozusagen möglicherweise aus einer falsch verstandenen Vollkaskomentalität dessen, was der Staat leisten soll, resultieren. Aber bei der gemeinschaftlichen Kneipe habe ich mir überlegt, warum gibt es die denn nicht mehr? Also ich meine, das wäre doch was, was die Dorfbewohner auch selber auf die Beine stellen könnten. Es hat angefangen mit behördlichen Bedenken gegen den Standort. Es gab keine Ausstandgenehmigung mehr, oder? Das war möglicherweise die Folge, ja. Okay, gut. Aber um das vielleicht ein bisschen weiterführend zu formulieren, ist es eigentlich das, worauf Sie hinaus wollen, dass dann, ich formuliere es mal etwas salopp, dass viel gemeckert wird und die Dinge nicht selber in die Hand genommen werden? Oder? Nein, keineswegs. Keineswegs. Also der, den ich zitiert habe, der ist derjenige, der immer am stärksten beim Dorfputz und anderen Dingen beteiligt ist. Nein, überhaupt nicht. Es war in ganz anderem Sinn gemeint. Es ist schlicht und ergreifend die Erfahrung in jedem Bezug des Alltags, dass eine gewohnte Umgebung zusammengebrochen ist und dass man sich in einer völlig neuen Umgebung orientieren muss. Und schauen Sie sich mal die Orientierungsleistung eines Handwerkers an, der gelernt hat, meinetwegen ein Klempner, der gelernt hat, eben mit kleinsten und einfachsten Mitteln ewig nur zu reparieren und nun urplötzlich mit Elektronik und anderen Dingen umgehen muss.
Das sind gewaltige Orientierungsleistungen, die dabei erbracht werden. Und wenn die mit Verlustängsten zusammengehen, entsteht Frustration. So war das gemeint. Okay. Nee? Und, und ich glaube, man kann andere Beispiele noch und nöcher nennen, die solche Frustrationen bezeichnen. Das spielt eine wirklich ganz wesentliche Rolle. Und das wird sich auch nicht in 2 oder 3 Jahren sozusagen erledigen lassen. Wobei man allerdings dazu sagen muss, und da gebe ich Ihnen recht, natürlich gibt es eine Erwartungshaltung an den Staat, dass er sozusagen alles regelt, die sehr weit verbreitet ist. Natürlich gibt es die mangelnde Bereitschaft, Veränderungen einzugehen, die, sagen wir mal, Dinge auch ermöglichen. Wir hätten wesentlich weniger Beschwerden über Mobilität auf dem Land, wenn die Gebietsreform vor einigen Jahren nicht krachend gescheitert wäre. Ja, die eine Voraussetzung dafür ist, dass man Dinge sehr viel besser lösen kann. Ja. Und da haben schlicht und ergreifend die Leute nicht mitgezogen. Aber das muss man akzeptieren. Das ist Demokratie. Aber dann sind wir bei dem, was Sie auch angesprochen hatten, eben, ich würde nicht sagen das Versagen, aber doch die abbauende Leistungsfähigkeit politischer Entscheidungsträger, effiziente und gute Lösungen zu finden, wäre ja genauso ein Beispiel, was sozusagen die Räume eröffnet, in die dann andere hineinstoßen. Sie haben dann in Ihrem Vortrag aber auch dieses Spannungsverhältnis von repräsentativer Demokratie einerseits, von parlamentarischer Demokratie und Demokratieerwartungen andererseits aufgemacht, die stärker vielleicht von Ideen direkter Demokratie geprägt sind, also dieses immer gehört werden wollen, immer partizipiert werden wollen oder immer partizipieren können. Müsste dann nicht auch aus den Institutionen und aus den Akteuren der repräsentativen Demokratie auch, also was muss da für eine Handlungsbereitschaft da sein oder Veränderungsbereitschaft, was muss dort anders gemacht werden, um auch selber mit diesen gewandelten Demokratieerwartungen besser umgehen zu können? Naja, schon, natürlich. Also erst einmal, es ist überhaupt gar keine Einwände gegen Partizipationswünsche zu richten. Mhm. Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Davon kann Politik nur profitieren. Nur, es ist eine völlig neue Situation, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen westlichen Gesellschaften. Es ist ja nicht so, dass Deutschland der einzige Staat ist, der vor populistischen Herausforderungen steht. Es ist eine völlig neue Situation, dass aufgrund des Internets jede, aber auch jede Sachfrage politisiert werden kann. Und dadurch wird sozusagen der Stoff, über den politisch zu entscheiden ist, gigantisch groß. Und das zu bewältigen, ist alles andere als einfach. Und da haben die politischen Parteien vielleicht noch nicht die richtigen Reduktionsmechanismen gefunden. Es wird ja versucht, mit Bürgerräten sozusagen die Dinge ein bisschen abzufedern. Das ist nicht der Weisheit letzter Schluss, mit Sicherheit nicht. Aber es ist ein Versuch, sozusagen in diese Richtung stärker zu gehen. Und ich glaube, das muss auf jeden Fall der Weg sein. Und dann ist eine Sache entscheidend, bei Bürgerräten und auch bei politischer Partizipation, welcher Art auch immer. Politisches Entscheiden ist in Deutschland in einer Ämterordnung geregelt. Und diese Ämterordnung, die auf Mehrheitsentscheidungen basiert, die muss respektiert werden. Und ich habe den Eindruck, dass es sehr viele Erwartungen gibt an Partizipation. Ich würde mal gerne Untersuchungen lesen, die Erwartungen an Partizipation untersuchen, die genau dieses Moment überspringen. Die glauben, dass sozusagen eine Partizipation, meinetwegen dadurch, dass man sich in einem Bürgerrat äußert, auch schon eine Entscheidung definitiv beeinflusst. Das ist nicht der Fall. Und das macht die Sache so schwierig. Nicht? Und darüber zu springen, gut, das sind wir in Anfängen. Das sind wir noch nicht so weit, dass wir das. Nicht? Und populistische Parteien haben einen ganz simplen Trick, um das zu überspielen. Die Reduktion auf einfache Formeln. Ja, und auf Ablehnung. Ja,
Und das muss man transparent machen, das muss man durchsichtig machen und dahinter muss man sozusagen Komplexität sichtbar machen, aber auch bearbeitbar machen. Ja. Das vielleicht als letzte oder vorletzte Frage von meiner Seite, bevor ich hier auch, wie gesagt, Ihnen im Publikum gerne die Gelegenheit gebe, mitzudiskutieren. Sie haben ja auch Ausführungen gemacht zum Umgang mit der AfD, mit rechtspopulistischen Kräften. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, warnen Sie davor, jetzt das scharfe Schwert des Parteiverbots zu zücken, aufgrund verschiedenster juristischer und hoher Hürden, was ohnehin für die diesjährigen Wahlen ja sowieso keine Konsequenzen mehr haben würde. Aber Sie hatten auch für weniger Hysterie im Umgang mit der AfD und mehr, wenn ich Sie richtig verstehe, direkte Konfrontation auch, zumindest reden, ja, nicht zusammen mit Ihnen handeln, aber zumindest mit Ihnen reden und nicht komplett ausgrenzen. Dafür, glaube ich, haben Sie plädiert. Ist es also genau richtig, was Herr Vogt heute Abend parallel zu unserer Veranstaltung so treibt? Danke, dass Sie uns vorziehen hier. Vielleicht für diejenigen, die es nicht wissen, aber ich glaube, es wissen die allermeisten, dass Professor Dr. Mario Vogt, CDU-Spitzenkandidat hier für die Landtagswahl in Thüringen, heute ein Web-TV-Interview mit Björn Höcke von der AfD führt. In einer Minute. Also auch die Menschen im Internet dürfen gern bei uns bleiben. Ich halte es für richtig. Ich weiß, nicht in einer Minute, in 16 Minuten. Ja, die Tagesschauzeit wird noch respektiert. Ja. Ich war gerade erschrocken wieder. Ja. Nein, ich habe das von Anfang an für richtig gehalten. Und zwar deswegen, aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, ich glaube schon, dass man wirklich transparent machen muss, wie die denken. Ob das gelingt heute Abend oder nicht, weiß ich nicht. Wenn es gelingt, ist gut. Wenn es nicht gelingt, kann man auf jeden Fall daraus lernen, wie man es besser machen kann. Und auch das wäre ein Erfolg. Punkt eins. Und Punkt zwei ist, es geht nicht anders, als mit denen zu reden. Schauen Sie mal die Differenzen zwischen Herrn Chrupalla und Frau Weidel an. Wenn ich nun einen Pfarrer habe, der nicht Mitglied der AfD ist, aber auf AfD-Ticket kandidiert für den Stadtrat von Quedlinburg, dann habe ich zunächst einmal die Vermutung, dass ich mit dem darüber reden kann, wie die AfD das rechtsextreme Feld und möglicherweise, dass die Tendenz auch zur Zusammenarbeit mit Gewaltbereiten los wird. Und das muss passieren. Wir haben in der Bundesrepublik Deutschland immer einen Bodensatz von zwischen 15% und 25% Extremisten gehabt, die extremistische Anschauungen haben. Es ist den demokratischen Parteien der Mitte meistens gelungen, die einzubinden. Und für mich stellt sich die Frage, wie kann man heute unter den heutigen Bedingungen dafür sorgen, dass solches Einbinden wieder gelingen kann. Und das kann ich mir nicht anders vorstellen, als mit denen zu reden. Und dann habe ich natürlich auch die Erfahrung in Skandinavien und in Finnland zitiert. Ne? Da muss ich jetzt doch noch mal zuspitzend nachfragen. Ist es dafür nicht vielleicht schon zu spät? Also ich meine, die AfD von heute ist nicht mehr die AfD von vor 10 Jahren, wo man vielleicht... ist zu spät. Vorbehaltlos, ist zu spät. Hätte man viel früher machen müssen. Und dann auch noch in die gleiche Richtung weiterfragend, Parteiverbot nein, Steuergelder für eine parteinahe Stiftung? Ich bin nicht grundsätzlich gegen ein Parteiverbot, überhaupt nicht. Und ich finde, das Parteiverbot ist eines der ganz wichtigen Instrumente der wehrhaften Demokratie. Ich habe übrigens dieses Thema ausgeklammert, weil ein eigener Vortrag in der Reihe zu diesem Thema gehalten wird. Nein, ich bin überhaupt nicht gegen ein Parteiverbot. Okay. Nur man muss sich sehr genau fragen, A, hat es Erfolgschancen? Derzeit meine Prognose, nein. Ja? Und B, was richtet es an? Und was richtet es bei den Wählern der AfD an? Ich meine, ich habe über Demokratie gesprochen. Und die Demokratie muss doch die Leute ernst nehmen, die 30%, die denen ihre Stimme geben. Und da muss ich ran. Und wenn ich da nicht rankomme, dann habe ich resigniert vor dem Problem. Ja?
Und das ist sozusagen mein Appell gewesen, überall. Und gut, das mit der Demokratie hat dann noch, ich habe das nicht ausgeführt, ich habe nur am Anfang, habe ich ja versucht jedenfalls zu definieren, was ich unter Demokratie verstehe. Da ließe sich viel zu sagen, was sozusagen heute alles in Demokratie reingepackt wird. Ja? Demokratie ist eine riesengroße Badewanne. Jede Normativität wird da reingeschmissen. Gender, Minderheit, also Migration, Klimapolitik und so weiter und so fort. Und damit wird Demokratie oder demokratische Gesinnung, ich habe Kiemann-Seck zitiert in dem Zusammenhang, immer ein kleines Stück intoleranter. Nicht, weil sie sozusagen intrinsisch intolerant ist, sondern das ist ein Mechanismus. Ja? Weil es so viele Normen gibt, gegen die Leute verstoßen können, bei denen man automatisch sagt, sie sind draußen. Und das geht nicht. Genau dasselbe, Zerrissenheit der Gesellschaft wird so oft gesagt. Nicht? Und wenn man den Soziologen befragt, nämlich Herrn Mau in Berlin, der am gründlichsten darüber geforscht hat, der sagt, stimmt nicht. Wir haben Zerrissenheiten in jeder gesellschaftlichen Arena, in jedem Feld. Heute ein großer Artikel in der FAZ war es, glaube ich, über männlich-weiblich bei Jugendlichen oder bei jungen Erwachsenen. Ist ohne Zweifel ein deutlicher Gap dazwischen. Ja? Aber die überlagert sich so mit anderen Gaps, dass man von einer Zerrissenheit der Gesellschaft überhaupt nicht reden kann. Gut. Jetzt aber wirklich, haben Sie auch sehr gerne das Wort. Bitte bedenken Sie, dass für die Aufzeichnung und das Streaming das notwendig ist, dass Sie ins Mikrofon sprechen, sonst hört man Sie beispielsweise in Singapur nicht. Hätten gern die Gelegenheit, wer möchte die Gelegenheit wahrnehmen? Müssen keine Fragen sein, es können auch Ihre Meinung, Stellungnahmen und dergleichen sein. Wie ist in Ihren Augen, wie robust oder wie gefährdet ist die Demokratie in Ihren Augen zurzeit? Jetzt widersprechen Sie doch mal. Ja. Ja. Dann fängt Frau Zarrow, bricht das Eis. Genau, dann würde ich vielleicht... Na, zwei Anmerkungen würde ich gerne machen. Also zum einen würde ich nochmal die Anmerkung machen, diese Frage, die letzten 10 Jahre hätte man nicht mit der AfD geredet. Das sehe ich durchaus ein bisschen anders, weil die AfD seit ihrer Gründung natürlich viel Gegenwind immer bekommen hat und viel auch so kategorischen Widerspruch nach dem Prinzip, also das sind Rechte oder Rechtsextreme und deswegen ist das nicht zu akzeptieren. Aber also... Ich weiß nicht, in wie vielen Talkshows Vertreterinnen und Vertreter der AfD gesessen haben und dort ihre Dinge vorgetragen haben. Die sitzen seit 2 Legislaturperioden im Landtag und haben regelmäßig die Möglichkeit, ans Mikrofon zu treten und ihre Position vorzutragen und ihre Position in die politische Diskussion einzubringen. Und das wird ja auch, das ist ja nicht so, dass die Presse dann darüber nicht berichten würde, sondern das findet ja statt. Und es findet auch viel Auseinandersetzung statt mit der Frage, also mit den Themen, die die AfD setzt. Und manchmal habe ich zumindest den Eindruck, dass relativ viel genau über diese Themen gesprochen wird, die die AfD setzt und weniger über Themen, die vielleicht tatsächlich politisch gelöst werden müssen. Und das, in der Hinsicht bin ich etwas skeptischer, was die Frage betrifft, jetzt nochmal Björn Höcke nochmal ein gesondertes Podium zu bieten. Und da sind wir ja auch bei einer Person, die, wenn wir das auch nochmal wahrnehmen, wenn wir ihr zuhören, also wirklich zuhören, was er sagt, er hat ja auch ein Buch geschrieben, wo er nochmal genau beschreibt, was er sagt, dann brauche ich da nicht viel über Entzaubern reden, sondern da ist auch sehr klar, was da für eine antidemokratische Haltung dahinter steht. Und das muss man, glaube ich, schon auch nochmal, es muss möglich sein, das auch klar zu benennen und zu adressieren. Und die zweite Anmerkung, das ist also diese Frage, wir sprechen mit der AfD, die zweite Anmerkung, es ist ja tatsächlich so, das haben Sie ja auch in Ihrem Vortrag ganz am Anfang gemacht, es stehen uns ja tatsächlich Großkrisen ins Haus, globale Großkrisen, die wir auch lokal gar nicht so einfach lösen können. Also der Klimawandel ist
eine globale Großkrise, die tatsächlich sehr konzentriertes Handeln erfordert und wir auch nicht mehr allzu viel Zeit haben, um das tatsächlich zu bewältigen. Und es ist natürlich klar, es gibt logischerweise unterschiedliche Möglichkeiten, damit umzugehen, aber diese Frage, nicht zu handeln, wie es auch die AfD ja sehr klar vorschlägt, führt tatsächlich in eine Katastrophe. Und also da kommen wir an den Punkt, wie kann es Demokratie gelingen, unter so einem Druck, mit diesen Großkrisen zusammenhängt, demokratisch handlungsfähig zu bleiben. Das ist für mich eine sehr zentrale Frage, die wir quasi neben dieser Frage der AfD zu beantworten haben. Ja, das Letzte ist ohne Zweifel richtig, aber das habe ich ja versucht auszuführen, dass wir da Wege finden müssen. Wobei, ich meine, die Zeit spielt eine wichtige Rolle und das ist einfach so. Und Sie können natürlich sagen, wir haben keine Zeit mehr. Aber wenn Sie sozusagen die Politik in der Situation, in der sie heute ist, auch noch unter Zeitdruck setzen, dann wird das Ergebnis noch miserabler. Ja, also das bringt nichts. Das bringt überhaupt nichts. In Ruhe an die Sachen rangehen, analysieren, wo die Probleme liegen, wie man sie lösen kann. Und demokratische Entscheidungen akzeptieren. Und es ist verdammt nochmal eine demokratische Entscheidung, dass wir einen bestimmten Prozentsatz von AfD haben. Und deswegen plädiere ich dafür, die Wähler in den Blick zu nehmen und denen klarzumachen, sie sind sehr privilegiert, weil sie sich Landtagsdebatten anhören können. Das tun die meisten nicht. Und die werden auch nicht sozusagen in jeder einzelnen Sachfrage sozusagen nach außen transportiert. Das muss auf anderem Wege passieren. Nee, und das kann meiner Ansicht nach wirklich dadurch passieren, dass man also wirklich klipp und klar sich mit denen auseinandersetzt und sagt, was sind eure Erwartungen und zeigt, dass die AfD sie eben nicht erfüllt. Ne? Das wäre sozusagen mein, ganz platt gesagt, mein Vorschlag. Da muss ich an der Stelle vielleicht nochmal nachhaken, Herr Dicke, wie optimistisch sind Sie, dass die Wählerinnen und Wähler der AfD, auf die kommt es ja an, nicht auf die Partei, wie Sie richtig ausführen, dass Sie auch in diesem Sinne noch erreichbar sind? Also wenn man sich anschaut, wie die Kommunikationsweisen und die Art und Weisen der privaten, individuellen Meinungsbildung heutzutage so aussehen, wir hatten es gerade gesagt, die Viertelstunde für die Tagesschau berücksichtigen Herr Vogt und Herr Höcke noch, aber die Tagesschau ist ja schon lange nicht mehr das sozusagen gemeinschaftsstiftende Leitmedium. Gerade das Segment, was AfD-nah ist, informiert sich über irgendwelche dubiosen Telegram-Kanäle, die überhaupt nicht mehr öffentlich zugänglich sind oder auch nur schwer kontrollierbar, im Zweifelsfall noch irgendwie von Russland beeinflusst werden. Also gibt es denn überhaupt noch die Kanäle, auf denen man so breit in die Gesellschaft hineinwirken kann, dass dieser Graben wieder zugeschüttet werden kann? Also optimistisch bin ich nicht in dieser Hinsicht. Ich bin zwar Optimist, weil ich Rheinländer bin und sehe alles mit einem ziemlichen Optimismus an, aber in dieser Frage bin ich nicht Optimist. Ich gehe nicht davon aus, dass wir in den nächsten 10 Jahren die Anzahl von AfD-Wählern signifikant reduzieren werden. Ich gehe nicht davon aus. Aber ich gehe davon aus, dass man erstens die Frage nicht einfach aufgeben darf, indem man sagt, es geht sowieso nicht, sondern dass man nach Wegen sucht. Und es ist ja nicht so, dass nur die AfD über TikTok oder nur Putin über TikTok die Leute erreichen kann. Sondern man kann sie auch über andere Kanäle erreichen. Dann muss man die anderen Kanäle stärker machen. Dann muss man überlegen, wie man die anderen Kanäle auch ein bisschen attraktiver zum Beispiel macht. Ja? Ich sage nochmal, ich sehe in dem Versuch, da Bürgerräte zu installieren, einen Ansatz dafür. Und ich sehe auf lokaler Ebene, da wo man die Leute schlicht und ergreifend mal reden lässt, ja, durchaus einen Ansatz dafür. Ich bilde mir überhaupt nicht ein,
das, was weiß ich, 10 politikwissenschaftliche Vorträge über die repräsentative Demokratie in irgendeiner Weise irgendwas bei AfD-Wählern ändern werden. Herr Dicke, ich dachte, ja? Sie gehen jetzt auf Tour. Weitere Fragen bitte oder Meinungsäußerungen, Positionierungen? Sehr gern, ja, bitte. Ja, Sie hatten ja dieses Profil eines typischen AfD-Wählers so ein bisschen angerissen und als Gemeinsamkeit herausgestellt, dass diese apokalyptische Weltsicht doch irgendwie vorhanden sei. Und das, was dahinter steht, ist ja eigentlich auch so eine fundierte Angst dieser Menschen vor Veränderung. Und haben Sie das Gefühl, dass die Regierungsparteien diese Angst angemessen auch aufgreifen? Weil das gelingt ja offenbar der AfD schon, dass zumindest dass diese Partei diese Ängste thematisiert, wenn sie auch keine Lösung dazu anbieten. Aber was passiert denn diesbezüglich bei den Regierungsparteien Ihrer Meinung nach? Also erkannt haben sie es, aber keine Lösung, wie es wirklich aufzugreifen ist. Nur, bitte überfordern Sie auch die Politik nicht. Das kann Politik alleine nicht leisten. Dieses apokalyptische Bewusstsein ist eine ganz furchtbare Krankheit, die unsere Gesellschaft befallen hat. Eine furchtbare Krankheit, die man auf allen Ebenen versuchen muss, irgendwie zu therapieren. Das Gegenbeispiel, der Gegenbegriff ist Geduld. Geduld und wirklich hartnäckig an den Dingen arbeiten. Deswegen habe ich Max Weber mit dem Schluss seines Artikels vom Beruf zur Politik zitiert. Es geht nicht anders. Ja? Und meine Aussage, dass da auch Aufgaben der Kirchen wären, die verstehen was davon. Und ich meine, wenn Sie mal historisch zurückschauen, die Reformationszeit ist eine Zeit gewesen, in der viel furchtbarer als heute apokalyptische Ängste und apokalyptische Befürchtungen die Runde gemacht haben. Und es hat mindestens 31-jährigen Krieg und 100 Jahre philosophischer Entwicklung bedurft, damit die Aufklärung endlich einen Weg gefunden hat, mit dem, was sich da sozusagen Durchbruch verschafft hat, fertig zu werden. Und wir sind in gewisser Weise in einer ähnlichen Situation. Aber es ist nicht so schlimm und so scharf, wie es anfangs des 16. Jahrhunderts gewesen ist. Ja? Oder auch nur am Beginn des 30-jährigen Krieges gewesen ist. Ich sehe schon, dass Leute fürchterliche Angst vor den apokalyptischen Reitern haben. Auch in politischen Lagern, ja. Also bitte? Auch in unterschiedlichen politischen Lagern. Ja, natürlich, ja. Natürlich. Das ist völlig unabhängig von politischer Zugehörigkeit. Und ich sehe auch, dass die AfD, sagen wir mal, eine sehr primitive, aber wirksame Art hat, durch Reduktion auf einfache Formeln und einfache Aussagen und Lösungen emotional motivierender Art, diese Ängste zu reduzieren, aber nicht zu rationalisieren. Ja? Und da müssen wir dran arbeiten. Und das ist meiner Ansicht nach wirklich nur möglich unter den Bedingungen einer außerordentlich auf Liberalität im Umgang miteinander bedachten Gesellschaft. Anders nicht. Wenn aus jedem einzelnen Fehler ein Vorwurf wird, ist das nicht zu schaffen. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich sage das mal wirklich auf Deutsch, mich kotzt es an, wie die sogenannte Aufarbeitung der Corona-Zeit angegangen wird. Die Frau Büchs hat das in nüchternen Worten beschrieben. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich kann es nicht mehr hören, was da an Schuldzuweisungen permanent durchs Land getrieben wird, anstatt nüchtern zu fragen, wo haben wir Fehler gemacht, was können wir besser machen. Ja? Und es sind Fehler massig gemacht worden, natürlich. Das wäre eine Reduktionsleistung, auch eine Reduktion von Angst vor der nächsten Pandemie, ja? die man erbringen könnte. Und da sehe ich nun leider Gottes ein bisschen schwarz für Deutschland. Das wird noch sehr, sehr lange dauern, bis wir dahin kommen. Ja, vielleicht noch eine Ergänzung. Also, weil Sie jetzt so die Geduld hervorgehoben haben.
Mein erster Gedanke ist da ehrlich gesagt Richtung Scholz gegangen, dem man ja eigentlich immer ein bisschen vorwirft, dass er zu lange warten würde mit Entscheidungen. Und ist das gut für eine repräsentative Demokratie? Ne? Dass dann ja auch dann so ein bisschen die Wirkung hat, naja, dass da jemand irgendwie nicht so richtig zuversichtlich auch ist, ne? Eben weil es so lange dauert. Ja, ja. Ich beneide Olaf Scholz nicht. Ja, und zwar in doppelter Rolle. Also einmal als SPD-Politiker und zweitens als Kanzler dieser Koalition. Das wollte er ja werden. Das völlig richtig. Volenti non fit in Juria. Ich wollte Sie nicht unterbrechen. Oder? Nein, das ist schon gut. Vielleicht zu dem Punkt, den Sie gerade angesprochen hatten, ein interessantes Format, von dem ich letztens nur am Rande was mitbekommen habe, hat in Erfurt stattgefunden, aber auch in anderen Städten, eine sogenannte Fuck-Up-Night for Democracy, wo amtierende Politikerinnen und Politiker sozusagen dazu aufgerufen sind, Fehler aus ihrer Amtsführung mit dem Publikum zu diskutieren. Das fand ich eigentlich auch als ein relativ guten Ansatz, also wo dann auch wirklich auch der Auftrag an die Amtsträger da war, mit persönlichen oder auch politischen Fehlern um die Ecke zu kommen. Und was ist passiert? Ja, Herr Ramelow hat, glaube ich, irgendwie davon erzählt, dass er irgendwie in dem einen Interview, wo er mal irgendwas erzählt hat, zu betrunken war. Und das wurde dann gleich wieder skandalisiert. Ja, also gut, das war dann vielleicht auch etwas zu offenherzig von ihm an der Stelle. Aber ich glaube, in solchen Dingen, ja, in solchen Formaten, wo genau dieses Zuhören und eine stärkere Fehlertoleranz irgendwie eingeübt werden, das kann sicherlich auch eine. Ja, das ist ein gutes Beispiel, ja. Ein wunderschönes Spiel hat der englische Geheimdienst entwickelt. Der englische Geheimdienst schreibt jedes Jahr irgendwelche Rätsel aus, die gelöst werden müssen. Und der hat vor einem Jahr ein, ich glaube, aus 7 Einzelrätseln bestehendes Rätsel ausgeschrieben, das die Eigenart hat, dass jedes einzelne Rätsel nur in einer Gruppe gelöst werden kann und dass nur das Zusammenspiel aller Gruppen das Gesamträtsel löst. Ich habe leider den Fall nicht im Kopf, den Sie konstruiert haben. Das finde ich super, ja? Weil da müssen sich Gruppen zusammensetzen und müssen sozusagen eine Sache basteln im Bewusstsein, dass sozusagen das Ergebnis einer anderen Gruppe das alles über den Haufen speisen kann. Und da lernt man. Gern weitere Wortmeldungen. Wir haben für unser nicht so streng reguliertes Zeitmanagement auf jeden Fall noch 10 Minuten Zeit. Gern. Ja, Michael. Ja, erstmal vielen Dank für die Ausführung. Ich will mal ein Jahrhundert zurückgehen. Vor 100 Jahren, in den 20er Jahren, haben die Mussolinis dieser Zeit und die Primo de Riveras und Oswald Spenglers und Oswald Mosleys und wie sie alle hießen, uns ja zumindest den Gefallen getan, ganz klar zu sagen, Demokratie ist Mist, sie hassen Demokratie und sie wollen was völlig anderes haben. Heute, wenn man sich umguckt in Europa, und das ist natürlich ein Wesensmerkmal des Populismus, stellen sich von Meloni bis Gerd Wilders, bis eben auch zu uns hier in Deutschland, diese Gruppierungen als die einzig wahren Demokraten da. Die einzigen, die wirklich Demokratie wollen, während die ganzen Eliten in ihrem Bubble alle schon längst sich von der Demokratie verabschiedet haben. Wie geht man mit sowas um und was ist das für ein Wandel, der da besteht von Leuten, die zum Teil inhaltlich durchaus auch ähnliche Positionen vertreten? Bitte die innerlich? Ähnliche Positionen vertreten zum Teil. Naja, wie geht man damit um? Das ist natürlich eine Okkupation der Demokratie, nicht? Was damit betrieben wird. Und man kann eben nur an tausenderlei Beispielen immer wieder zeigen, dass einzig wahre Demokratie
schlicht und ergreifend eine Lüge ist. Schlicht und ergreifend. Ja? Und das gibt's nicht, das kann es nicht geben. Und es geht auch, ich meine, es ist ja bekannt, dass AfD-Wähler überhaupt kein, sich völlig unberührt davon zeigen, dass sie ihre eigenen Interessen widersprechen. Ja? Ich meine, gut, was will man gegen Verrücktheit machen? Man kann nur dagegen anreden und immer wieder zeigen, dass es verrückt ist. Also einzig wahre Demokratie ist schlicht eine Lüge. Und das muss man sehr deutlich machen. Insofern ist schon richtig, die haben damals wirklich, sind damals offener mit der Demokratie umgegangen, in gewisser Weise. War ein bisschen ehrlicher, ja. Ja, haben aber dann auch wirklich zu interessanten Folgerungen und Debatten geführt. Nicht? Im Moment wird ja zum Beispiel über Hermann Hellers Verständnis und Rezeption des italienischen Faschismus ein bisschen diskutiert, ja. Was ein interessanter Fall ist, ohne Zweifel. Ja. Eine letzte Gelegenheit gebe ich Ihnen noch, sich zu Wort zu melden. Nutzen Sie sie gern. Da ist noch eine. Ja, wunderbar. Ja, auch von mir vielen Dank für den Vortrag. Das war wirklich sehr inspirierend. Wenn man sich aktuelle Untersuchungen anschaut oder Umfragen auch unter jungen Erstwählern, dann gibt es auch da ja, wie ich finde, überraschend hohe Zuspruchszahlen zu extremen Parteien. Das sind dann ja Mitmenschen, die haben diese Erfahrung von Verlust oder von Transformation so eigentlich gar nicht gemacht. Was denken Sie, treibt denn diese Menschen dazu, die AfD zu wählen? Und was kann man da eventuell an der politischen Bildung zum Beispiel noch verbessern? Also das ist eine gute Frage. Ich habe nicht wirklich eine Antwort drauf, ehrlich gesagt. Also Tatsache ist, dass bei männlichen jungen Erwachsenen die AfD einen überdurchschnittlichen Erfolg hat. Und gut, ich meine, das wird natürlich, da wird der TikTok-Blog von dem, wie heißt der Europaabgeordnete da, der Spitzenkandidat der AfD, ja, der sozusagen so richtige Männlichkeitsrituale, ja, über TikTok überreißt. Also gut, wenn ich Jugendliche auf dem Land in Brandenburg teilweise sehe, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es bei denen zieht. Die Frauen sind abgewandert. Ja, die sind in Städte gegangen, die haben studiert, die was weiß ich nicht, die sind hängen geblieben. Und da zieht das, auf jeden Fall. Wie man da dran kommt, kann ich Ihnen nicht beantworten. Dass das teilweise auch dadurch bedingt ist, dass wir, Sie haben nach politischer Bildung gefragt. Ja, natürlich kann man mit politischer Bildung einiges machen, aber man darf es auch nicht überschätzen. Politische Einstellungen werden relativ wenig über sozusagen solche Mechanismen politischer Bildung oder sowas angeeignet und tradiert. Sehr wohl aber über Sportvereine, über Feuerwehr, über alle möglichen Jugendclubs und ähnliche Dinge und am heimischen Frühstückstisch. Nicht? Und das sind die Traditionswege. Und die sind so schnell nicht auszubluten. Da ist man teilweise wirklich machtlos. Umso wichtiger ist es natürlich, verdammt nochmal, dass man sich um die da abhängen auf dem Land, dass man sich um die kümmert. Dass man denen in irgendeiner Weise irgendwelche sinnvollen Beschäftigungen bietet. Und das muss passieren. Wo das nicht passiert, da denke ich, passieren massive Fehler. Da sind wir auch wieder bei der Zivilgesellschaft, die Sie ja auch im Vortrag schon angesprochen hatten. Und auch beispielsweise bei so einer Initiative wie dem weltoffenen Thüringen, die ja auch wirklich eine von der Zivilgesellschaft initiierte Initiative ist, die ja jetzt hier in Thüringen
losgerollt, ist vielleicht etwas stark formuliert, aber begonnen hat, ihre Arbeit aufzunehmen, durchaus auch mit einigem Erfolg, ist meine Wahrnehmung. Das stimmt ja zumindest schon mal etwas optimistisch, dass da jetzt sicherlich auch mit dem Rückenwind der Demonstrationen, die Sie auch angesprochen hatten, ein gewisser Stimmungswandel auch im Land hier noch durchaus denkbar ist, oder wie sehen Sie das? Also ist das schon genug gesellschaftliche Initiative oder muss da noch ein bisschen mehr kommen? Naja, ich habe ja gesagt, es geht wirklich im Moment um Nachhaltigkeit. Ja. Es gibt viele Initiativen, ob es jemals genug geben kann, wird man nie sagen können. Deswegen habe ich auch das Thema abgelehnt, wie robust ist die Demokratie, ja. Das kann ich nicht beantworten. Das weiß man, genug kann es nicht geben, ja, auf gar keinen Fall. Aber es muss schlau sein, es muss wirklich strategisch durchdacht sein, es muss strategisch an den richtigen Punkten ansetzen. Und mein Bemühen ging dahin zu zeigen, dass die AfD-Wähler die Gruppe sind, wo es ansetzen muss. So, letzte Frage, Herr Dicke, weil das jetzt alles doch ein bisschen wenig optimistisch von Ihrer Seite klang. Ist eine Frage, die im Programmflyer als letztes bei dem Programmtext aufgeführt ist. Wenn Sie schon nicht über die Robustheit der Demokratie sprechen wollen, was sind die Stärken der Demokratie? Na, die Stärke der Demokratie ist schlicht und ergreifend die Realisation politischer Freiheit. Demokratie ist die einzige Möglichkeit, politische Freiheit in einem repräsentative Demokratie, ja, in einem Großverband zu organisieren. Alle anderen Formen sind despotisch. Schlicht und ergreifend. Und wer will unter Despotie leben? Ich nicht. Ich auch nicht. Und gute Regierungen, es tut mir leid, sind ein Geschenk Gottes. Und Gott ist mit diesem Geschenk leider knauserig. Das klingt so, als müssten wir jetzt Amen sagen. Das soll nicht das Schlusswort sein. Sie haben es verstanden. Ja, genau. Ja, damit kommen wir, glaube ich, aber auch ohne einen Amen zum Ende unserer ersten Veranstaltung, unserer Veranstaltungsreihe angegriffen und abwehrbereit, Fragezeichen, die Demokratie im Wahljahr 2024. Vielen Dank nochmal für Ihren Vortrag, Herr Dicke. Vielen Dank auch für Ihr Zuhören und auch mitdiskutieren. Ich mache hier nur schnell noch die Ankündigung für die nächste Veranstaltung. Sie können es im Flyer ja lesen. Am 2.5. wird Markus Janke von der Universität Augsburg sprechen. Und da wird es ein bisschen stärker eben auch diesen Vergleich zwischen den 1920er und 2020er Jahren geben, ja, wo man eben in den jungen Demokratien der damals noch Nachkriegszeit, mit ähnlichen populistischen, vor allem aber auch extremistischen Bewegungen zu tun hatte. Herr Janke ist Ideengeschichtler, also politische Theorie und Ideengeschichte ist sein Fachgebiet. Und ja, die zentrale Frage wird vermutlich zumindest sein, denke ich, habe so detailliert mit ihm noch nicht darüber gesprochen, ja, aber wo diese Grenze ist zwischen natürlich notwendiger, populärer Kommunikation in einer Demokratie einerseits, die notwendig ist, um Verständigung über politische Themen herzustellen und ja, sozusagen demokratieschädlicher Vereinfachung andererseits, wo da so die Grenzen liegen, sowohl in der historischen Betrachtung als auch in der gegenwärtigen. Ich hoffe, die heutige Veranstaltung hat Ihnen ein bisschen Appetit auf die Reihe gemacht und dass Sie uns die Treue halten. Sie können sehr gerne auch in Ihrem Bekannten-, Kollegenkreis und dergleichen auf Arbeit oder wo auch immer für die Veranstaltung werben, vielleicht auch noch ein, zwei Flyer mitnehmen, wir haben noch ein paar davon. Verbreiten Sie also die Kunde, dass es diese Veranstaltungsreihe gibt und dann freuen wir uns sehr, sehr gern viele von Ihnen auch am 2. Mai zur nächsten Veranstaltung wiederzusehen. Und ich schließe mit einem Zitat von Ingo Zambaroni, bleiben Sie uns gewogen. Was sagt er mal? Bleiben Sie zuversichtlich. So steht es richtig auf meinem Zettel. Bleiben Sie zuversichtlich und kommen Sie gern wieder und kommen Sie heute Abend gut nach Hause. Vielen Dank. Bis bald. Gut.